Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mich hat gerade meine neue Retterbox erreicht, beziehungsweise musste ich sie von der Packstation abholen und sie ist ganz schön schwer. Also die Packstation ist eigentlich nicht so weit entfernt, ich würde sagen so 10 Minuten zu Fuß. Aber mit dem Paket in der Hand hat es sich dann doch etwas gezogen. Deshalb hoffe ich, dass es sich gelohnt hat und hier wieder leckere Sachen drin sein werden. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hier haben wir einmal Blaue Helden, Handseife, Fresh Lemongrass. Reinigt sanft und gründlich. So eine Probierpackung. Finde ich auch ganz cool. Bin ich mal gespannt. Das ist dann so, dass man das mit Wasser aufgießt und dann hat man Seife. Verbraucht dadurch nicht so viel Plastik. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann zu den wichtigen Sachen. Hier haben wir einmal Vollkornbread, Tortillas. Das finde ich ganz gut, weil ich hatte in letzter Zeit schon häufiger mal überlegt, ob ich mir mal irgendwie Wraps mache, weil ich da irgendwie voll Lust drauf hatte. Aber irgendwie beim Einkaufen habe ich das immer wieder vergessen. Aber jetzt, wenn ich sie hier habe, dann werde ich sie hoffentlich auch irgendwann machen. Dann haben wir hier diese ganzen Glasflaschen, ist es einfach immer mega schwer, dieses Paket. Tomaten, passierte Tomaten. Genau, steht hier noch irgendwas drauf? Bio Passata Fina. Passierte Tomaten. Ja, kann man auch immer gebrauchen. Dann haben wir hier auf die Löffel Biosuppe, Karotte, Ingwer. Das klingt auch sehr lecker. Also, ich mag so Suppen auch immer voll gerne. Und Karotte Ingwer klingt auf jeden Fall richtig gut. Und ja, irgendwie so Suppen im Glas habe ich mir schon lange auch nicht mehr gekauft. Wenn dann auch eher meine Suppe selber gemacht. Aber so finde ich es eigentlich schon auch praktisch, weil man ja manchmal auch einfach nur Lust hat auf so eine Suppe und nicht gleich einen ganzen Pott kochen möchte. Dann haben wir hier eine Bio-Limo, Traube und Basilikum. Das stelle ich mir auch sehr lecker vor und auch perfekt für den Sommer, weil es jetzt ja doch, die Sonne kommt gerade auch raus, ein bisschen wärmer hoffentlich bald wieder wird. Dann haben wir eine Packung Chips. Und hier haben wir Cashews mit Chili. Die hatte ich damals schon mal und ich weiß nicht warum, aber echt kein Cashew-Fan. Also ich mag so Nüsse eigentlich voll gern, aber Cashews mag ich echt nicht so gerne. Also die gesalzenen gehen noch und wenn die irgendwie so im Essen oder so mit drin sind, ist auch okay. Aber ich glaube, von den Nüssen her ist das so die Sorte, die ich am wenigsten mag. Und hier mit Chili, die hatte ich damals auf jeden Fall auch ein paar Mal. War ich jetzt nicht so mega Fan von. Aber ich werde sie nochmal probieren und wenn nicht, versuchen, jemanden zu finden in meinem Umfeld, der die haben möchte. Dann haben wir hier Oliven mit sonnengetrockneten Tomaten. Und ja. Oliven finde ich auch immer sehr lecker. Das ist ja irgendwie auch sowas. Entweder man mag sie oder man mag sie gar nicht. Und ich mag sie schon gerne. Und habe manchmal auch so richtig Lust auf Oliven. Und dann will ich eigentlich auch immer nicht so ein ganzes Glas haben, weil irgendwann reicht es mir dann auch. Aber ich finde, das ist so eine gute Packungsgröße. Bin auch gespannt, wie das dann schmeckt, wenn die so gefüllt sind. Dann haben wir süß-sauer eingelegten Kürbis. Bin ich auch
gespannt, wie ich den verwenden werde. Und noch ein, das ist das letzte Glas. Ja, ich glaube, das klingt richtig gut. Und zwar Honig und Spekulatius. Das ist ja ein Aufstrich zum Backen und Naschen aus Honig und Spekulatiusgewürz. Das klingt richtig, richtig gut. Ich liebe Spekulatius und alles, was mit Weihnachten, ja, nach Weihnachten schmeckt. Und hier sind auch einfach Schneeflocken drauf. Und das kann ich auch einfach das ganze Jahr über essen und riechen. Und finde ich einfach immer toll. Dann haben wir hier Dinkel-Porridge-Flocken. Auch immer ganz praktisch, weil ich ja auch jeden Tag zum Frühstück mein Haferbrei esse. Dann haben wir hier ein Cookie Salted Caramel von Foodist. Vegan und glutenfrei und bio. Bin ich auch immer sehr gespannt. Ich finde so vegane Süßigkeiten irgendwie zu testen, mag ich immer richtig gerne, weil ich immer sehr gespannt bin, wie das so schmeckt. Dann haben wir hier Organic Basilikum Soße. Gebrauchsfertige Soße für Pasta. Tomate, Basilikum. Klingt auch gut. Ich finde es irgendwie eine ungewöhnliche Packung, weil hier oben, das kenne ich immer nur so von diesen, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Quetschis. So, dieses, was man so trinkt. Deshalb war ich kurz irritiert. Aber ja, werde ich auf jeden Fall auftauchen können. Hier haben wir Erdnusscubes, nussig, crunchy mit Meersalz. Das sind so Knusperwürfel aus vor allem Erdnüssen. Dann ist noch Reissirup, Agavendicksaft und Meersalz dabei. Und das war es auch schon an Zutaten. Auf die bin ich auch sehr gespannt. Ich finde, das klingt auf jeden Fall sehr lecker. Dann haben wir hier Black Pepper Mix, Peanuts und Cashews. Schon wieder Cashews. Naja, ich werde auch die probieren und ansonsten weiter verschenken. Dann haben wir hier eine Packung Tofu. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so ein Mega-Tofu-Fan. Also ich komme gut ohne Tofu aus. Aber manchmal ist es schon ganz praktisch, das mit in irgendwelche Gerichte reinzutun. Und vor allem, wenn man den gut zubereitet und mit so leckeren Gewürzen und so, dann kann das auch ganz lecker schmecken. Da muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich den dann zubereiten werde. Dann haben wir hier eine Packung Reishunger. Und zwar Basmati-Linsen-Wildreis-Mix. Kann man auch immer gut gebrauchen. Und hier haben wir Sausages, Peace and Love, Ready Mix for Pea-Based Vegan Sausages. Also so eine Fertigmischung für vegane Würstchen auf Basis von Erbsen. Bin gespannt, wie das so funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, was soll man noch dazu tun. Kaltes Wasser und 3 Teelöffel Öl. Dann lässt man das ziehen vom Würstchen. Dann soll man die kurz in heißes Wasser tun. Und dann anbraten. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das schmeckt. Also sowas würde ich mir meistens eher nicht selbst kaufen. Aber ich finde auf jeden Fall, es klingt, also ich könnte mir vorstellen, dass mir das schmeckt. Weil oft so diese Würstchen, die vegetarischen oder veganen, die zu sehr aussehen wie echte Würstchen oder auch zu doll danach schmecken sollen, das spricht mich immer überhaupt gar nicht an.
und finde ich immer eher eklig. Aber hier, wenn das so auf Erbsenbasis ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass mir das besser schmeckt. Weil zumindest hier auf dem Bild sehen die jetzt auch nicht so würstchenhaft aus, so doll würstchenhaft. Deshalb mal schauen, wie die schmecken werden. Dann haben wir hier eine Kokosmilch. Die braucht man ja auch immer beim Kochen mal. Also ja, zumindest in vielen Gerichten, die ich gerne mag, kommt die auf jeden Fall rein, weil ich auch gerne so Curry, also so Currys oder so, ja, so eine Linsensuppe oder so mag. Dann haben wir hier Creme Fraiche Soße. Ready in einer Minute. Ja. Mal gucken, wann, wie, wo ich die verbrauchen werde. Dann haben wir hier noch eine Dose Linsen. Auch immer gut. Dann, wie immer, eine Hafermilch. Die brauche ich auch immer. Ich finde auch immer spannend. Gefühlt hatte ich jedes Mal, also es war bisher jedes Mal eine Hafermilch drin, glaube ich. Aber immer von irgendeiner anderen Marke. Das finde ich auf jeden Fall auch spannend, weil man dadurch dann auch mal verschiedene Marken probieren kann und gucken kann, ob irgendwas einem besser oder ja, weniger gut schmeckt. Aber ich meine, bei Hafermilch schmeckt halt eigentlich jede gut, finde ich. Aber genau, das finde ich irgendwie, das macht es dann irgendwie auch so ein bisschen abwechslungsreicher. Dann haben wir hier noch Vanillezucker, Bio-Vanillezucker. Und das vorletzte, eine Packung Spaghetti mit Vitaminen. Okay. Patentierte Rezeptur, hochwertiger Hartweizengrieß, Vitamin A, K und E. Spannend. Das scheint, also scheint halt Spaghetti zu sein, die irgendwie, keine Ahnung, mit Vitaminen angereichert wurden. Ich weiß nicht, warum man das bräuchte, warum man das kaufen sollte, weil bestimmt, wenn man das normal kauft, ist das bestimmt dann gar nicht so günstig und für so Spaghetti. Aber naja, ich hoffe, sie schmecken einfach nach Spaghetti. Dann ist es auf jeden Fall gut. Und als letztes ist hier noch drin eine Packung Toblerone. Oh, die Sonne. Und zwar die Sorte Fruit and Nut. Ich glaube, die habe ich auch noch nie gegessen. Ich glaube, ich habe immer nur die normale Standard-Toblerone gegessen. Oder mal. Ich glaube, ich hatte auch mal eine mit Lakritz. Das fand ich auch ganz gut. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch mal irgendeine Sorte probiert habe. Aber die habe ich auf jeden Fall noch nicht gegessen. Ich könnte mich daran erinnern, glaube ich. Aber die Toblerone-Schokolade schmeckt ja auf jeden Fall auch immer sehr gut. Und dann wird die bestimmt auch gut schmecken. Und das waren alle Sachen, die in meiner Retterbox waren. Ich finde, es sind wieder sehr viele leckere Sachen dabei. Also, ich hoffe, dass sie alle lecker sind und dass ich sie. Ich habe nämlich auch noch von meiner letzten Box, muss ich gestehen, auch noch einige Sachen über, die ich dann bisher doch noch nicht verbraucht habe. Aber ich habe mir vorgenommen, einiges davon nächste Woche dann zu kochen. Dann sind die schon mal aufgebraucht. Und dann kann ich anfangen, diese Sachen hier irgendwie zu, ja, zu verkochen und zu probieren. Und darauf freue ich mich schon. Und genau, das war's für dieses Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.